Herr Simon, also so manches im Leben daneben. Wir wollten Ihnen gerade zeigen, dass ein Ei tatsächlich sehr, sehr stabil ist, weil es ja rund ist. Aber es gibt auch noch eine andere Methode, Rundes aufzubrechen. Aber dennoch ist ein Ei stabil. Wie stabil sogar ein einzelnes Ei ist, das zeigt Ihnen jetzt unsere Ballerina Katrin. Ich stütze sie auch. Wir stehen auf einem Ei. Und es hält. Mann. Jetzt wollte ich Ihnen gerade beweisen, dass das ein echtes Ei war, aber Katrin hat den Beweis schon geliefert. Es gibt sogar ganze Wettbewerbe in Sachen Eierlaufen. Jetzt habe ich das auch noch mal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das sind die richtigen Springschuhe, was? Lasten auf nur 20 Eiern. Jetzt auch noch starken Drehkräften ausgesetzt sind. Ja, man kann versuchen, ja, diese Eiform mal auch zu anderen Zwecken auszunutzen. Das versuchen wir hier mal. Tja, wir haben hier einen Bogen, der besteht aus lauter einzelnen Klötzchen. Die bauen wir jetzt noch zusammen. Ja, und das ist der letzte Klotz. Also kein Leim und es ist auch nicht zusammengeklebt, sondern lose Klötzchen. Jetzt versuchen wir das mal aufzurichten. Mal sehen, ob er steht. Und Sie sehen, der Bogen steht. Und das ist eine relativ stabile Angelegenheit. Aber wenn ich natürlich zu stark daran wackle, dann bricht er natürlich zusammen. Ja, hier haben wir ebenfalls einen Bogen, der besteht auch aus einzelnen Klötzchen, die ohne aneinander geklebt zu sein einfach so halten. Und ich will mal versuchen, ich wiege 55 Kilo, ob mich dieser Bogen trägt. Jawohl. Oh, ja. Jetzt gucken Sie mal her, was ich jetzt mache. Eine Kleinigkeit von unten lügt und auch er bricht zusammen. Ja, die Frage ist, warum ist denn so ein gebogenes Material offenbar viel stabiler als gerades Material? Wir können Ihnen einen ganz guten Test zeigen. Hier ist eine Vorrichtung, die macht Spannungslinien in Material sichtbar. Sie sehen, wenn wir hier oben das mal belasten, dann sehen wir, wie sich das Material verformt. Hier gibt es Druck, hier gibt es eine Zugspannung. Hier am Rand, merken Sie auch, wird ein Teil der Last aufgenommen. Aber in dem Material gibt es starke Verformungen. Und Sie sehen, ab einer gewissen Grenze der Belastung zerspringt es einfach. Nun, wie passiert das bei einem Bogen? Hier haben wir einen Bogen in dieselbe Vorrichtung gespannt. Jetzt drehe ich da mal an dieser Schraube und Sie sehen, die Last wird größer, aber die Kraftlinien werden hier entlang des Bogens geführt, enden hier unten. Ein großer Teil der Last wird hier unten aufgenommen. Die Kraftlinien verteilen sich viel besser in einer gebogenen Form und deshalb ist ein Bogen stabiler und ich kann ihn auch gar nicht zerbrechen. Wir können uns mal anschauen, wie das bei den einzelnen Klötzen aussieht. Und Sie sehen, bei Belastung werden die Kraftlinien innerhalb des Bogens weitergeführt und an den unteren Enden treffen diese Kraftlinien auf und da wird die Last eigentlich aufgenommen. Aber dennoch kann auch eine gebogene Brücke zerbrechen. Das können wir Ihnen jetzt einmal zeigen. Das ist eine Brücke in England. Sie sieht stabil aus. Und in diesem Film lobt gerade die Moderatorin die Stabilität eines Bogens, so wie wir es ja gerade getan haben. Und dann wird diese Brücke belastet und dann passiert Folgendes. Die Brücke bricht auseinander und das liegt daran, dass die Kraftlinien sich nicht mehr innerhalb des Bogens befinden. Sie sehen, das Ganze verschiebt sich und deshalb werden die Kraftlinien nicht mehr so elegant abgeführt. Und die Brücke zerbricht.
Ja, die Druckverteilung kann man selbstverständlich messen bei Gegenständen oder auch bei Körperteilen. Ich zum Beispiel sitze auf einer Sensorplatte und wir wollen uns mal die Druckverteilung anschauen. Sie sehen, die ist hier eingeblendet und das ist die Druckverteilung meines Hinterteils und Sie sehen, ich sitze gar nicht breit, sondern relativ auf einem schmalen Bereich konzentriert sich mein Körpergewicht und wenn ich mich bewege, sehen Sie, da kann ich wirklich die Druckverteilung auch verändern. Und das ist wichtig für Stuhldesigner zum Beispiel, wenn sie neue komfortable Stühle entwickeln wollen. Man kann diese Sensorplatte auch benutzen, um zum Beispiel die Druckverteilung auf der Fußsohle zu messen. Wenn man hier drüber läuft, das will ich jetzt mal tun. Und Sie sehen an unserem Monitor, das ist mein Fußabdruck. Und da kann man sehen, ob es nun ein Spreizfuß ist oder ein Hohlfuß oder ein Plattfuß. Wichtig wieder für Schuhhersteller zum Beispiel oder auch im medizinischen Bereich. Denn Sie wissen, wie man steht oder läuft, das wirkt sich auch auf den anderen Körperbereichen aus. Und es gibt auch noch eine Möglichkeit, diese Sensoren hier auf die Schuhsohle festzusetzen. Diese Schuhsohle steckt man dann in den Schuh hinein, läuft und kann dann dynamisch, also während der Bewegung, die Daten abfragen, entweder über Kabel oder in der Zukunft dann über Funk. Wir wollen Ihnen auch immer wieder Zuschauererfindungen vorstellen. Das hier ist eine solche Zuschauererfindung, die Klingdong-Maschine. Erfunden hat sie Herr Glanz und Sie kommen aus Rheinbeek, das ist bei Hamburg. Herr Glanz, diese Klingdong-Maschine, ich kann mir vorstellen, Sie haben lange dran gebaut. Wie lange? Ja, 10 Stunden, genau kann man es gar nicht errechnen. Man muss es ja zeichnen, planen und dann noch extra bauen, ob alles funktioniert. Und Sie haben sich kräftig umgeschaut beim Sperrmüll, ne? Wir haben hier einen Topfdeckel, alte Pfanne. Und im Haushalt. Hier die ganzen Wäscheklammern, die noch dabei sind. Und was wird jetzt passieren bei dieser Maschine? Der Ball fällt hier rein, fällt auf ein Hebelwerk und da wird oben eine Stahlkugel ausgelöst, die dann hier eine Glocke bedient, eine Sirene in Gang setzt und in die Milchdose fällt, die ja durch den Kuchenpinsel wieder gebremst wird. Und das wollen wir uns mal anschauen. Ja? Wollen Sie bitte einwerfen? Hier kommt die Klingdong-Maschine. Das sind Tina und Michael, unsere beiden Taekwondo-Kämpfer. Und Tina wird uns jetzt zeigen, wie sie mit ihrer Hand dieses Brett durchschlägt. Wollt ihr das Brett bitte mal halten? Wollen wir es mal probieren mit 2 Brettern? Bitte. Tina, das Gute. Sehr, sehr schnell fürs Auge gegangen. Wir können es uns mal in der Zeitlupenaufnahme ansehen, was da passiert.
Hier trifft die Hand auf mit einer ungeheuren Kraft, mit einer sehr gut entwickelten Technik natürlich und vor allem mit einer extrem hohen Geschwindigkeit.